Servus, grüß dich, bei uns da wieder mal in Frankreich. Ja, wie man sieht, haben wir am Gülle ausbringen. Ja, es hat sich einiges da. Das zeigen wir im Laufe der Folge ein bisschen, beziehungsweise der nächsten Folgen. Auf alle Fälle haben wir eine Güllefass geleistet. Da bringen wir jetzt die doppelte Ausbringungsmenge gleich drauf. Es geht zwar alles ein wenig langsam, aber mit GPS geht's. Da haben wir ein wenig besonders da nebenbei. Ja, fühlen wir das einmal an, da gehen wir weg in die Statistik rein, sage ich einmal, und schauen uns alles weg an. Wir machen wir das heute mal alles bei der Nacht. Weil wer weiß, wenn wir momentan alle vereinzelt online kommen. Der Anton war jetzt die ganze Nacht online und hat groß gemacht. Das wird mir wieder noch ein Gülle ausbringen lehren. Wie man sieht, die haben wir da einen zweiten Schweinehof hergebaut. Einen großen und einen Misthafer dazu. Das hat sich bautechnisch schon mal geändert. Dann haben wir in Feed seine Mods leicht abgeändert. Das hat eigentlich nur eben mit dem spieltechnischen Apps zum Tor. Wir haben uns da wieder zwei Trigger hergebaut, da haben wir zwei Trigger haben. Wenn man links und rechts herfahren muss, und man muss jetzt wirklich, also ich sage mal, bis zu der Betonkanten herfahren. Also mit meinem Drehscheimel muss ich wirklich hinten in die Betonkanten drauf fahren, dass ich anlangen kann. Ebenfalls da, bei der Produktion, da haben wir eine Annahmestelle, oder wo man abladen kann. Herbaut, da kann man nur noch entnehmen. Macht keinen Sinn, nicht, dass das alles so da war, einfach auf dem Boden. Das hat mir nicht gefallen. Man muss auch ganz genau drüber fahren, dass es geht. Da. Und bei dem ist genauso. Da haben wir wieder zwei Trigger herbaut. Einen für den Gülle, einen für den Mist. Und man muss wirklich auf die Platte rauffahren, dass man entlohnen kann. Gut, das war's da. Man sieht, haben wir da noch nicht zugedeckt, da kommt das, die nächste Ladung groß rein, jetzt die, wo wir machen.
das nächste, was wir machen werden, wenn er weniger kälter ist, das ist auch immer da der Fahrweg Hinterbau am Feld entlang. Weil ich eigentlich das nicht mag, immer am Gras rumzulaufen. Der wird dann da hergehen bis zu dem Feld und am Feld entlang zu den anderen zwei Feldern. Aber mal schauen, wann wir das machen. Ja, was hat sich dort da spieltechnisch? Müssen wir das ein wenig in Augen behalten. Aber wie gesagt, wir haben einen zweiten Schweinestall gemacht. Da habe ich mir 78 Quackel eingekauft. Ich werde natürlich die ganzen Jungviecher umtransportieren, damit die 30 auch wieder werfen können. Geldtechnisch haben wir momentan 840.000 Schulden. Und wir haben es ziemlich fest vorgenommen, dass ich die 1 Million Grenze nicht überschreite. Weil auf das sehe ich momentan aus, dass es in der neuen Saison, also von Januar bis Dezember dann zurückzahlen kann, vorausgesetzt ich kriege aber genügend Silage. Ich habe momentan sehr hohe Ausgaben gehabt, weil ich mir da viel dazu gekauft habe. Wie gesagt, ich hilf das nicht jetzt am Anfang, wenn ich einen Spielspaß haben mag. Ich habe mir da Zuckerrübenschnitzel haben wir schon zugekauft. Die Produktionen, wenn wir schauen, haben wir Zuckerrüben herin. Wir haben die Saku-Produktion erweitert um Hafer und Hirse, glaube ich, ist das. Ja, damit es mit derer funktioniert. Wir haben die Schweinefutterproduktion erweitert, damit wir mit Zuckerrübenschnitzel, Gerste und Sonnenblumen zusätzlich, also Mais, Zuckerrüben, Gerste, Sonnenblumen, damit da auch Schweinefutter gemacht wird. Das haben wir erweitert. Und da sieht man auch, da haben wir auch 130.000 Zuckerrübenschnitzel herin. Das haben wir alles zugekauft. Weizen haben wir jede Menge zugekauft gehabt. Und das ist natürlich alles nicht günstig gewesen. Aber jetzt fürs Erste läuft es und passt es. Schon wieder da, zu gewonnen. Schon wieder leer. Bin jetzt keine Spur nicht runtergekommen. Das war jetzt nicht normal. Normal schaffe ich ziemlich eine halbe Spuren. Irgendwas ist da jetzt faul gewesen. Weiß ich aber jetzt gerade nicht was. Ich bin auch viel zu angefahren. Passt schon. Ja, da wäre eine langwierige Sache, das Kühle ausbringen, aber es hilft nicht. Wenn ich schon die Kühle da habe, dann nutze ich es auch. Das fährt eigentlich jetzt nur noch eins auch zum Kaffee und das ist der Tiertransporthänger.
Ja, wie gesagt, das sind die anderen Sachen, die haben die anderen. Und ich bin so frei und leite mir das aus bei den anderen. Wenn die mich nicht fragen ums Zeug, dann kann ich auch nichts dafür. Weil irgendwie kaufen sie sich alle alles. Jeder hat eine Sämaschine, jeder hat eine Einzelkorn-Sämaschine. Jeder hat sich die Walzen gekauft, jeder hat sich einen Grupper gekauft. Ja. Und man sieht sehr, jeder ist ein riesen Graus geworden. Man hätte vielleicht doch mit der Fisse ein wenig Geld anfangen sollen. Aber mit den kleinen Traktoren macht es halt auch viel Spaß für uns. Das sieht ja jeder anders. Der andere macht das mit den kleinen Traktoren. Ja, was kann man nur essen verzählen? Was hat sie nur da? Ja, beim Spionieren bei den anderen entdeckt, die haben sie eine PV-Anlage gekauft. Ja. Man darf nicht blätzen, ich hab's natürlich auch da. Aber die haben gemeint, ich denke das nicht, ich finde das nicht, bis heute hat noch keiner etwas gesagt, dass sie das wirklich rentiert. Die ist noch einer Saison abgezahlt. Und aber da sagt keiner etwas für die Saubären. Ich sag's eigentlich, alle, die es jetzt anschauen, die Folge. Kauft eigentlich so eine PV-Anlage. Die rentiert sie. Weil wenn man sieht, man macht alles im Baumodus drin. Die kostet 93.500, ist zwar wahnsinns Geld, bringt durchschnittlich 8.900 im Monat. Das rechnet sich eigentlich aus, auf eine Saison ist die abgezahlt. Dann kriegst du pro Tag 9.000 Euro.
Nicht geschaut, das ist eh. Haben wir bergauf so geguckt, damit die da dazwischen nur dreimal durchfahren kann. Braucht nicht viermal, den Rotmann. Eigentlich müssen wir es jetzt so da, kann man da so drüber fahren, weil anders verschwendet ist er direkt. Oder dann sollten wir da genau herfahren.
Minuten wegen der Spielerei, aber vielleicht lange ist mit dem Fassel. Gut, jetzt testen wir das noch, ob wir das umlohnen können, die Gerüste, mit dem Fass. Weil dann verkaufen wir das auch noch. Wahrscheinlich eher nicht, weil sonst hätte ich es wahrscheinlich nicht als, sonst hätte man es an der Pack nicht drauf. Aber wir testen es.
Ich hol's mal so nochmal gut. Jetzt müssen wir schauen, wie wir da mal drin haben. Gäriste haben wir hier in 630, 640. Ja, das geht. Kim Eilona mit dem. Gut. Wo müssen wir probieren, ob's, ob das auch ohne den Aufsatz geht. Aber scheinbar nicht. So, geht auch. Da muss man schon genau zufahren. Da muss ich mal rückwärts von der anderen Seite zufahren. Aber schon Hülle auch. Ob das auch geht? Ah, da können wir wieder kein Wasser nicht dran. Aber Hülle können wir dran. Das passt. Verkaufen können wir es nicht. Weil wir kein Wasser nicht transportieren können mit dem Bastel. Geht auch. Haben wir Gülle herin, oder? Ja. Schauen wir gut. Auch noch fast rein zum Wasser transportieren lässt. Das hat mich vorher schon gestresst, das Teil. Na, wir haben es für heute, wir haben es sauber überzogen. Wieder mal eine etwas längere Folge gewesen. In diesem Sinne wünsche ich euch was. Vielen Dank, bleibt's geil.